Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wir knuddeln Zentaus. Darf ich den anderen auch knuddeln? Ah, der will Cooked Meat. Fuck. Ich hab doch einen Cooked Meat. Weniger Fuck. Bitteschön. Oh, der braucht Futter, der braucht Futter. Ich nehme mal hier von dir was. Ich nehme das hier auf jeden Fall jetzt mit. Und, der hat auch nicht so viel mehr. Können wir ja zur Not was sammeln mit dem. Dann kriegst du jetzt erstmal alles. Und du kommst einmal mit zum Sammeln. Oh, irgendwelches Danger ist hier, okay. Was sieht der denn? So. Na gut, das reicht. Das reicht, um beide durchzufüttern. Barry. Seed, kann wieder zurück, ist mir egal. So. Noch irgendwelche Berries? Nee. Kriegst du jetzt die drei? Und du kriegst die drei. Und du kriegst die drei jetzt zurück. Und jetzt werden wir einen Teufel tun. Ich werde alles hier reinpacken. Und werde jetzt hier zurückgehen zum Protoceratops. Ich sehe den unseren Freund nicht mehr. Ist ja in dieser Protoceratops. Ist ja in dieser. Und noch eine. Anscheinend greift die übrigens nicht an, die Atlas-Bat. Hier so stolz mit leicht erhobenem Kopf rumläuft. Das ist so niedlich. Kann ich schon einen Protoceratops-Sattel machen? Pro. Mit Level 23 erst. Wow. Okay. Oh, ich kann ja auch hier Neo-Infernatoren und so zähmen. Oh, ich freue mich. Theoretisch, Mapu und Neo-Infernatoren gibt es auch auf Aberration. Ich hoffe, dass Krista die dieses Mal nicht dahin packen wird. Hat es ja mit dem Maposaurus hier auf ASA mit Scorched Earth auch nicht mehr gemacht, weil die passen halt nicht hin. Da ist ja das, ich glaube, das Alpha-Saurier sind da, glaube ich, hier Megalosauren und so, ne? Und Kanus. Was Fieseres gibt's da gar nicht. Also Rockdrakes und so, aber. Und Reaper natürlich, aber von den ganz normalen Sauriern. Nehmen wir erstmal alles mit. Aussortieren kommt später. Mal weg. Was wieder her? Was denn da? Ist der. Nee, das ist der Teresino nicht. Das ist ein Trike oder so. Wer denn? Sehe nicht mehr. Komm schön. Hauptsache, wir haben dich. Du kannst schon mal passiv Level sammeln. Na, nur hier einmal muss er noch hungern. Soweit schaffen wir es, glaube ich, nicht mehr. Und ist er soweit? Hunger? Nee, noch nicht. Jetzt soweit hungern? Ja, ich glaube, jetzt ist es soweit. Jetzt möchte er hungern. Ja. Gut. Dann macht das noch kurz. Kein Problem. Ich überlege gerade, ob ich mir hier eine Hütte pflanzen soll. Oder halt so ein kleines, hier oben vielleicht. Unten macht, glaube ich, weniger Sinn. Da oben. Dass ich zumindest schon mal ein bisschen zurechtkomme. Ein Taos ist ausgewachsen. Ding, 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 ding. So, das heißt, das kommt alles mit. Den jetzt hochheben? Ja. Frage, kommen die auseinander? Schafft ihr es? Ist auch mal. Antias. So. Hallo. Möchtest du nochmal was fressen? Natürlich. Zentaursattel. Seed kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Eine Wall-Torch. Ganz ehrlich, nee, Tribe, das braucht kein Mensch. Die nehme ich gerne. Besser als meine. Der hat eine Mutation, der Kleine. Der hat eine Mutation. Man sieht's, der hat anderes Fell oben auf seinem Dings. Und hat auch einen anderen, eine andere Bauchfarbe. Anscheinend gehören die zusammen. So. Kommt mal mit. Wir nehmen euch schon mal mit hoch.
Kommt ihr? Hallo? Kommt ihr? Nein, nicht. Fühlen sich überhaupt nicht angesprochen, ne? Nö. Habt ihr jetzt? Er will nichts mehr? Hä? Was ist los mit denen? Hey! Kommt ihr? Oder ist hier was ganz gewaltig buggy? Okay. Wenn ihr meint, kann euch auch hier stehen lassen, wenn ihr das lieber wollt. Kein Problem. Gib mir mal das Zeug, was du hast. Du hast noch Beeren. Zeug, was du hast. Seid sowieso beides ein Männchen, ganz ehrlich. Viel Spaß, kommt selber klar. Seeds machen wir mal raus hier. Brauche im Moment keiner, aber... So, zack. Laufe ich jetzt alleine oben hin. Dann nehme ich gleich den Protoceratops hier noch mit. In der Zeit mache ich mal ein Thumbnail. So, Thumbnail gemacht. Du kommst mit. Du folgst mir aus irgendwelchen Gründen. Der braucht, glaube ich, noch ein oder zweimal Food. Das heißt, wir werden jetzt schon mal hier ein bisschen für die Häuser sammeln. Ist ja richtig weird. Das ist ganz komisch, ey. So. Ah, er folgt mir. Weirder Viecher. Hat aber nicht so viel Ausdauer wie sein Dings. Wo ist denn hier Protoceratops da? Komm mit. Und dein Baby. Ja. Ah, es ist noch ein Food. Würde ich noch mal kurz abwarten. Das sind Schmetterlinge, okay. Oh, das ist schon ein bisschen irritierend mit der Fledermaus. Oh, oh, oh. Nein, du bleibst hier. Gut aufpassen, dass ich die jetzt nicht im falschen Moment anfütter. Er ruft mich jetzt an, auch Leute. Immer wenn man keinen Bock auf euch hat. Sekunde. So, halber Ingame-Tag vorbei. Den können wir jetzt auf jeden Fall zähmen. Ist ja auch alles okay. Ja, sieht gut aus. Dann bitteschön. Wo ist dein Baby? Da. Ihr guckt. Oh. Und wir nehmen Berries raus. Auf jeden Fall nehmen wir Berries raus. Denn potenziell möchten wir dich behalten. So, wir haben einen 127er Protoceratops. Cool. Sicherheit. Ich habe da hinten Raptor rumkrapseln sehen. Der Zeit, wo ich versucht habe, dem blöden Vogel zu entkommen. Da, oh, der ist jetzt da. Okay. Den, so. Ihr seid bei mir? Ihr seid bei... Kommt ihr mit? Bitte vor dem Raptor weg. Danke. Ich ziehe euch jetzt erstmal hier zur Seite. Da seid ihr hoffentlich sicher. Weil ein Raptor... Boah, ich glaube, den kriege ich noch nicht. Baby noch abwarten? Ist auf jeden Fall weit genug weg. Das da rechts ist ein Troodon, ne? Das da vorne. Ich glaube, das ist ein Troodon. Troodons. Puh, okay, gut. Hier sind wir auf jeden Fall ein bisschen sicherer. Da ist schon wieder die Bett oder eine Bett, ich weiß es nicht. Wir können mal gucken, ob wir drüben auf die Insel kommen. Gucken mal. Oh mein Gott, ich dachte gerade, oh fuck, was ist das? Aber es ist nur ein Delfin. Und da ist die andere Bett, okay. Mama, hier runter. Sieht aber gut aus, ich sehe nämlich nichts. Der actually nichts außer dem wunderschönen Delfin hier. Ja, dich meine ich. Du bist ein schöner Archaeology-Ichthyosaurus. Ist dein Baby? Was, ich bringe erstmal dich jetzt hier in Sicherheit. Ich glaube, auf den Inseln ist nämlich nichts, wenn ich das richtig sehe. Dann kann ich den erstmal hier in Sicherheit bringen und gucken, dass dem nichts passiert. Was der weiße Drop hier sagt. Ist ja auch schon eine Ewigkeit hier, ne?
Oh ne, das ist ein neuer schon wieder. Wenn ich da jetzt was herstelle, das ist fixer Schaden, oder? Werde ich auf jeden Fall mal gucken, was, wenn ich hier herstelle und ich Crafting Skill habe. So. Und nochmal hier. Sehr gut, du bleibst hier. Wir holen jetzt noch, was ist das hier? Ein Piranha, guck mal. Eines Piss-Vier. Oh mein Gott, das sind zwei. Scheiße. Kommen wir nicht her, ne? Kommen, glaube ich, nicht her. Der Protoceratops steht da gut. Na, tatsächlich nochmal gucken, ob ich den Baby-Protoceratops kriege. Oh, das ist so unheimlich mit den Viechern. Ach so, du bist die Schildkröte, alles gut. Das Baby-Protoceratops. Schaffst du das? Ein feiner kleiner Protoceratops. Oh mein Gott. Da ist ein Hai. Fuck. Komm, 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 komm hier zurück. Komm, komm. Komm zurück, komm. Komm hier hin. Einfach schwimmen. Wie Dori schon sagte, einfach schwimmen. Okay. Anscheinend nicht. Okay. Kann die nicht landen? Die hat doch 100% dasselbe Rig wie die Onyx. 100% hat die dasselbe Rig. Das heißt, man könnte da einfach die Onyx-Landeanimation drauf klatschen. Ich werde jetzt mal mutig sein. Nee, die interessiert's nicht. Da müssen wir jetzt so noch rüber. Er ist ja gerade mit der Schildkröte zugange. Der Schutz ist das, dass wir ein bisschen schneller sind. Da hinten jetzt auch ein Hai ist. Wo kommen die alle her? Oder ist das Basilo? Das ist ein Basilo, ne? Das ist ein Xieper. Fuck! Oh mein Gott. Xipas tun ja nichts, ne? Also sie können aus dem Wasser, aber die machen das jetzt nicht freiwillig, ne? Die machen das jetzt nicht freiwillig, oder? Jesus. Holy crap. Komm mit. Oh, ich brauche ganz dringend ein Hide-Sleeping Bag. Nein. Nein. Lass die Scheiße, Mann. Ich habe keine Zeit für sowas. Sleeping Bag. Nicht. Oh, ich habe zu wenig Halt. Ich sterbe jetzt. Ah, nee, jetzt ist die große Hitze vorbei. Okay, ich sterbe nicht. Holy crappy moly, ey. So, was kriege ich jetzt hier mehr Schaden raus? Nein. Fick dich. Keiner gehört. So. Was mit dem hier? 15, 16, das ist mehr Schaden, nehme ich. Okay. Wir stecken hier jetzt so halb fest. Kann ich dem sagen, dass er Bäume angreifen soll? Nein. Schade. Ist schon ein süßer kleiner Fratz. Schade um den Protoceratops, um das Baby, aber egal. Dann werden wir jetzt erstmal hier ein Häuschen bauen. Denn ich möchte hier nicht sterben. Und ein paar kleine Pflanzen töten. Ich glaube, ich habe actually schon ein bisschen von dem Zeug gesammelt, oder? Ja. So. Thatch Foundation. 4 Stück. Schade, dass es da keine Triangle-Dinger gibt. 4 Stück. Hallo? Eigentlich der Unterschied hier. Not stable enough to build on. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und eine Tür. So.
Dann einmal. Wir gehen hier raus. Zack. 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 Und ganz normale Wände. Zack und zack. Oh, das ist falsch. Zack und zack. Dann haben wir noch eine Tür. Zack. Und. War das die Tür? War ein komischer Sound. So, und schon haben wir. Wartet, ich mach das mal anders. Zentaur bräuchte mal einen kleinen Facelift. Im Vergleich zu dem Dings ist der schon echt toll. Aber das Problem ist, Zentaurs macht halt kaum einer. Und dann macht's. Und Trista macht ja ihre Sachen nicht selber. No offense. Ganz ehrlich, wenn schon fertige Models da sind, ganz viele andere machen es auch so. Warum sollst du es nicht auch so machen? Finde ich jetzt nicht schlimm. Aber da müsstest du praktisch ein editiertes Model von dem Parasaurolophus oder so nehmen, sich das dann selber runter macht. Denn, obwohl das ist wahrscheinlich doof mit der. Okay. Wenn ja auch Physics auf die Sättel machen, habe ich gerade überlegt, man könnte das auch so machen, dass man den in den Hals legt, aber das funktioniert nicht so gut. Du bist so fein. Ja, das bist du. Oh, du freust dich. Oh, süß. Okay. Cool. Dann, haben wir irgendwas Sinnvolles zum Reinpacken? Actually, kann ich. Gerne hier. Place. Ja, es geht. Nicht? Hoch. Bisschen hier hübscher machen und so. Dann würde ich hier gerne. Okay. Nee, das nicht. Gefängnistür, ich weiß ja nicht. Geht nicht, okay. Und dann Small Doors. Ist das ein Schild? Okay. Das ist ein Bilderrahmen. Machen wir es zumindest so. Dann haben wir schon mal hier was Schöneres. Placeable? Nein, Gott. Ach, das sieht doch besser aus. Sieht doch deutlich besser aus als das Thatch-Zeug. Moment. Noch einer. Nicht mitgemacht. Oh, das fühlt sich schöner an. Gut. Ja. Flippenheck, wie kommen wir jetzt hier weg? Also hier ist nichts. Oh doch, irgendwas ist hier, irgendwas sehe ich. Vielleicht sieht aber auch was im Wasser. Hier vorne? Eine Koralle, okay. Also was wir im Wasser sehen, ist ein Glaukus. Da brauche ich aber gar nicht drüber nachdenken, weil da sind wir noch ganz weit von entfernt. Aber schön, dass der an seinem Strandatoll da vorne chillt. Ich sehe auf jeden Fall richtig, hier spawnt nichts. Und wir hätten einen relativ schmalen Weg hier rüber. Das ist okay. Ich würd super gerne den Raptor haben. Ehrlich gesagt. Hätte ich schon Bock drauf. Und ich muss auch rüber für Gedöns töten. Doch hier ist auf jeden Fall. Hier ist bestimmt der Megalodon oder so im Wasser. Ah, wir können springen, sehr gut. Das hat es jetzt ein bisschen rausgerissen. Er ist weg. Er ist weg. Da ist ein Leoplyrodon. Oder? Oder ein Dolly Richtnops-Dings. Ux, oh mein Gott, der Xeeper. Fuck, zu spät gesehen. Zu spät realisiert, aber er ist okay mit mir. Ich würde ganz gerne tatsächlich den Dolly da unten einmal angucken. Er will zu mir kommen, oder? Der wollte zu mir kommen. Da ist noch eine Fledermaus. Lass den Dings jetzt mal hier stehen. Der geht ja gerade weg. Ist da noch Akku auf mich? Nein. Was ist das da? Das ist ein Dolly. Aber ich komme nicht an die dran. Oh mein Gott, das sind Piranhas. Ich habe es gerade gesehen.
Das schaffe ich nicht mehr. Oh Gott, der Stein hat es gerade rausgerissen. Scheiße. Die Dollys wären cool, aber die kriege ich nicht. Keine Chance. Hi, bist du aggro? Ist definitiv nicht aggro. Dann auf die 8. Ich würde sagen, nächste Folge. Gucken wir mal, ob wir irgendwas Sinnvolles craften können. Und gucken mal, ob wir den Raptor kriegen. Das wäre natürlich cool, wenn wir hier einen Raptor hätten drüben. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao!